Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft hat nach den vorliegenden Hochrechnungen offenbar keine der großen Parteien eine regierungsfähige Mehrheit errungen. Die SPD, die in der Hansestadt bisher allein regierte, liegt nach schweren Verlusten etwa gleich auf mit der CDU. Unklar ist zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale, ob die FDP, die seit 1978 nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten ist, in das neu gewählte Parlament einziehen kann. Sicher ist jedoch, dass ebenso wie schon in anderen Bundesländern, auch in Hamburg, die Grünen die 5%-Hürde übersprungen haben. Wir schalten nun um zu Günter Siefert ins Infas-Institut nach Bonn-Bad Godesberg. Ja, und wir haben in diesem Augenblick aus dem Computer eine neue Hochrechnung erhalten. Demnach sind 13% aller 1531 Hamburger Wahlbezirke ausgezählt. Und auf dieser Grundlage ergibt sich eine sehr präzise Hochrechnung, die wie folgt aussieht. Zunächst bezogen auf die Anteile der einzelnen Parteien. Für die SPD 43,3%, die Zahlenreihe darüber gibt die Ergebnisse der Wahl von 78 an. Die CDU stärker als je zuvor, nur noch knapp hinter der SPD. Die FDP nach dieser Hochrechnung bei 4,5% und im Augenblick ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich doch noch über 5% kommt, äußerst gering. Die grün-alternative Liste mit Sicherheit in der Hamburger Bürgerschaft mit 7,6% und die anderen Parteien auch diesmal bei 1,6% ohne jede Bedeutung. Dazu ein Vergleich der Gewinn- und Verlustbilanzen. Bei der SPD ein Minus von 8,2 Prozentpunkten, bei der CDU ein Plus von mehr als 5 Prozentpunkten. Die FDP noch einmal leichte Verluste gegenüber 78. Die Grünen haben dazu gewonnen, erheblich. Und danach ein Bild der voraussichtlichen Hamburger Bürgerschaft, wobei wir davon ausgehen müssen, dass die FDP dort nicht vertreten sein wird, so wie das unsere Hochrechnung eben ausgewiesen hat. Dann sieht die Mandatsverteilung wie folgt aus. 13 Mandatsverluste bei der SPD, die mit 56 einen ganz leichten Vorsprung, einem Mandat vor der CDU hat und die Grünen mit 9%. Soweit unsere letzte Hochrechnung, soweit von Infas. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl wird heute Abend gegen 23 Uhr erwartet. Aus dem Hamburger Rathaus meldet sich nun Peter Gatter. Ja, Verluste für die SPD, aber Hamburg hat Helmut offenbar doch nicht ganz und total im Stich gelassen. Es sieht so aus, als bliebe die SPD die stärkste Partei. Gewinne für die CDU. Hamburg braucht Kiep, aber nach den Wahlergebnissen nicht ganz so zahlenmäßig überwältigend, wie die Partei erhofft hatte. Hamburg regierbar gemacht haben die Wähler nicht, jedenfalls nicht durch eine überzeugende Wahlentscheidung für die FDP. CDU-Politiker aus der zweiten Reihe gaben inzwischen vorsichtige Erklärungen ab, in denen sie den Wahlerfolg feierten. SPD und FDP halten sich bisher noch bedeckt. Hier im Studio Walter Leißler-Kiep, einer der, so muss man wohl sagen, Gewinner dieser Wahl. Bitte, Rolf Seemann. Und das ganz deutlich von 37,6% 1978 auf 42 bis 43, gar über 43% im Jahre 1982, Herr Kiep. Das ist natürlich ein großer Erfolg für die CDU. Trotzdem bleiben gegenwärtig Fragen offen. Beim gegenwärtigen Stand, zumindest unserer Hochrechnung, sieht es so aus, als ob keiner wirklich eine deutliche Mehrheit haben würde. Was ergibt sich aus Ihrer Perspektive für den gegenwärtigen Zustand oder den Zustand ab morgen der Bürgerschaft? Ich glaube, man sollte zunächst noch einmal zurückhaltend sein und vorsichtig sein, weil wir das endgültige Ergebnis noch nicht kennen. Da ist noch vieles im Fluss und deshalb kann man, glaube ich, endgültige Erklärungen im Augenblick nicht abgeben. Aber Sie werden sicher verstehen, wenn ich zunächst einmal sage, aus dem Hamburger Mauerblümchen CDU ist die politische Kraft in Hamburg geworden, ohne die vermutlich stabile Regierung in Hamburg nicht mehr möglich sein wird. Und das ist ein ganz großer Erfolg, über den ich mich natürlich sehr freue, denn wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Und zweitens ist doch auch vielleicht wichtig daran zu erinnern, dass nachdem so viel Bundespolitik in diese Wahl hineingebracht worden ist, daran erinnert werden darf, dass die Koalition gegenüber der Bundestagswahl 1980 18% verloren hat und wir
gegenüber der Bundestagswahl 1980 eben 12% dazugewonnen haben. Also auch unter bundespolitischen Aspekten eine gewaltige Entwicklung. Und ich bin froh, dass auch in enger Absprache mit Bonn, mit Helmut Kohl und mit der CDU unsere Wahlkampfführung ein in sich geschlossenes Angebot an den Wähler war und wir hier nicht sozusagen auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Argumenten. Das ändert nichts daran, Herr Kiep, dass bei der Hamburger Verfassung zumindest die SPD auch als Minderheitenregierung an der Regierung bleiben kann. Das hat mit der Hamburger Verfassung wohl nichts zu tun. Es ist eine Frage des demokratischen Stils, ob derjenige, der gerade einen Erdrutsch nach unten erlebt hat, ohne Rücksicht auf das Wählervotum einfach an der Regierung bleibt. Die Hamburger Verfassung sieht lediglich vor, dass, falls es innerhalb einer Legislaturperiode den Versuch eines Sturzes der Regierung gibt, die Regierung gestärkt wird. Aber nirgendwo steht in der Hamburger Verfassung, dass nach einem so gewaltigen Verlust von über 8% der Senat einfach weitermachen kann. Das heißt, Sie plädieren für einen Rücktritt, ich erwarte, dass der Weg freigemacht wird für vernünftige Gespräche, in dem der jetzt amtierende Senat, der seine Mehrheit verloren hat, nun auch zurücktritt. Der SPD-Landesvorsitzende zu Gast im Studio, Jörg König, wie ist Ihre erste Stellungnahme zu dieser Aufforderung von Herrn Kiep? Also ich möchte zunächst einmal allen unseren Wählern und Helfern danken für das Vertrauen, das sie noch aufgebracht haben für uns. Und zum Zweiten ist Herr Kiep angetreten mit der Devise, es wird Zeit für einen Wechsel. Er hat sein Wahlziel trotz eines beachtlichen Wahlergebnisses, das will ich ausdrücklich anerkennen, Herr Kiep nicht erreicht. Er hat offensichtlich nicht die Kraft, von alleine den Wechsel herbeizuführen. Und es wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen unter den in der Bürgerschaft vertretenen Parteien, und ich hoffe, die FDP wird es noch schaffen, darüber zu reden sein, wie weiter zu verfahren ist. Das heißt also, Sie wollen zunächst als SPD in der Regierung bleiben? Der Senat ist im Amt, und wer ihn verändern will, muss dafür eine Mehrheit haben. Dies wird die Aufgabe von Herrn Kiep sein, seine solche zu beschaffen. Damit in diesem Augenblick zunächst zurück zur Tagesschau. Die Lage im Nahen Osten hat sich nach dem Einmarsch israelischer Soldaten im Südlibanon gefährlich zugespitzt. Etwa 100 Panzer und ebenso viele Kettenfahrzeuge rückten heute auf mehrere Städte in diesem Gebiet vor. Begleitet wurde ihre Offensive von Angriffen der Luftwaffe und Marine. Die syrischen Truppen im Südlibanon haben inzwischen 2 Panzerbrigaden ins Kampfgebiet geschickt. Nach Angaben der Palästinenser sollen 20.000 israelische Soldaten an der Aktion beteiligt sein. In New York ist erneut der Weltsicherheitsrat zu einer dringlichen Sitzung zusammengetreten. Bereits in der vergangenen Nacht hatte das UN-Gremium beide Seiten zur Feuerpause aufgefordert. Das sind die ersten Bilder vom neuen Nahostkrieg, die wir heute durch die Militärzensur gebracht haben. Nach allen Informationen aus dem Südlibanon greifen die israelischen Panzerkolonnen in 3 Stoßrichtungen Positionen der PLO an. Durch die von den UN-Truppen besetzte Pufferzone sind sie einfach hindurchgestoßen. Der Auftrag für Israels Soldaten, massiv von Artillerie und Luftwaffe unterstützt, lautet lapidar: Der Norden Israels darf nicht länger innerhalb der Reichweite der Kanonen und Raketenwerfer der PLO liegen. Im Klartext, diese Stellungen müssen vernichtet werden. Dies jedenfalls sind die Richtlinien, die die Regierung in Jerusalem heute beschlossen und zu denen sie wohl auch weitgehende Zustimmung der Arbeiterpartei Opposition gefunden hat. Daher auch, wie der Regierungssprecher anschließend verkündete, der Name der Operation: Frieden für Galiläa. Die syrischen Truppen im Libanon werden wir nicht angreifen, fuhr er fort, solange sie sich nicht einmischen. Israel möchte einen Friedensvertrag mit einem unabhängigen Libanon, dessen Territorium unangetastet bleiben wird. Bei den Syrern liegt natürlich die große Gefahr. Kommt es zu israelisch-syrischen Kämpfen, dann kann aus diesem wahrscheinlich als begrenzte Strafexpedition geplanten Krieg eine Nahostexplosion mit nicht kalkulierbaren Konsequenzen werden. In einer Erklärung zu den Libanon-Kämpfen hat der Weltwirtschaftsgipfel in Versailles eine sofortige Feuerpause gefordert und zugleich vor verheerenden Konsequenzen bei einer Fortdauer der Gewalt gewarnt. Im Namen der 7 westlichen Industriestaaten verurteilte der französische Staatspräsident Mitterrand den israelischen Einmarsch. Auf den Falkland-Konflikt eingehend erklärten sich die Staats- und Regierungschefs nach den Worten von Mitterrand völlig solidarisch mit Großbritannien, dass sein Recht wiederfinden müsse.
Der Versailler Gipfel endete am späten Nachmittag mit der Bekanntgabe verschiedener Kompromisslösungen zu Wirtschafts-, Währungs- und Handelsfragen. Dazu gehört auch eine Verständigung über die künftige Vergabe von Krediten an die Ostblockstaaten. Erst nach langem Hin und Her einigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, im Abschlusskommuniqué von einer Begrenzung der Ostkredite zu sprechen. Eine Formulierung, mit der die Amerikaner sehr zufrieden sind und die sie als wichtigen politischen Schritt bezeichnen, deren Tragweite von der deutschen Delegation jedoch heruntergespielt wird. Noch bevor sich die Teilnehmer am Weltwirtschaftsgipfel zu einer gemeinsamen Erklärung der Presse stellten, hatte die deutsche Delegation schon klar gemacht, dass es sich bei der im Kommuniqué erwähnten Begrenzung der Kredite keineswegs um Obergrenzen oder gar Einschränkungen handeln könne. Auch nach der Erklärung von Versailles, so betonte Finanzminister Lahnstein ausdrücklich, werde sich an Art und Umfang des deutschen Osthandels nichts ändern. Deutsche Kredite seien schon immer, wie jetzt in Versailles gefordert, nach wirtschaftlicher und politischer Kreditwürdigkeit vergeben worden. Etwas mehr als ein Kompromiss wurde von den Staats- und Regierungschefs in der Währungspolitik erzielt. Die amerikanische Regierung wurde dazu verpflichtet, bei außerordentlichen Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt einzugreifen. Dadurch soll verhindert werden, dass Inflation und Arbeitslosigkeit weiterhin durch übermäßig schwankende Dollarkurse angeheizt werden. Einig waren sich die Gipfelteilnehmer auch darüber, dass die Haushaltsdefizite abgebaut werden müssen. Wir sind uns einig, dass niemand um den Preis der Vermeidung neuen Zinsanstiegs und den Preis der Vermeidung neuer Inflation, dass niemand sein gegenwärtiges Haushaltsdefizit, was er in 82 erreichen wird, für 83 nochmal verstärken darf. Mehrere Regierungen haben entsprechend erklärt, und so steht es auch im Kommuniqué, dass sie ihren Haushaltsdefizitanstieg bremsen wollen. Und das tun wir in Bonn ja auch. Für uns ist das keine Neuigkeit. Die britischen Truppen auf den Falklandinseln haben, wie soeben die Nachrichtenagentur AFP meldet, eine groß angelegte Operation um die Inselhauptstadt Port Stanley begonnen. Das berichtet ein Korrespondent der britischen Fernsehgesellschaft ITN. Schon am Wochenende hatten die Briten ihren Belagerungsring um Port Stanley enger gezogen. Nachschub von Waffen und weiteren Soldaten erhielten sie vom Brückenkopf in Port San Carlos. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. In der Schweiz hatten heute die 4 Millionen wahlberechtigten Bürger erneut über die Ausländerpolitik des Landes zu entscheiden. Das bereits vor 2 Jahren verabschiedete Ausländergesetz, das unter anderem die soziale Stellung der Gastarbeiter verbessert hätte, ist heute mit einer knappen Mehrheit von 50,4% der abgegebenen Stimmen abgelehnt worden. Gleichzeitig wurde über die heftig umstrittene Strafrechtsreform abgestimmt. Mit 73,7% der Stimmen wurde das neue Gesetz befürwortet, das unter anderem vorsieht, auch den Vorsatz zu einer Straftat, die nicht ausgeführt wird, unter Strafe zu stellen. Die 3-tägige Polenreise der deutschen Bischofsdelegation unter Leitung von Kardinal Josef Höffner ist mit einem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zu Ende gegangen. In den vorausgegangenen Gesprächen dankte nach Angaben der Bischofskonferenz der Primas von Polen, Erzbischof Glemp, den deutschen Katholiken für ihre humanitäre Hilfe. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Juni. Außer einzelnen Gewitterwolken über Deutschland erkennt man heute ein Wolkenband über der Ostsee und Südschweden. Die zugehörige Kaltfront zieht südostwärts ab. Auf ihrer Rückseite gelangt kühlere Luft in den Norden und Osten Deutschlands. Die Vorhersage für morgen. Im Westen heiter bis wolkig und nur vereinzelt Gewitter. Im Osten zeitweise stärker bewölkt mit Schauern oder Gewittern. Tiefstwerte um 15, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 29 Grad. Im Norden und Osten um 23 Grad. Im Norden schwacher bis mäßiger Wind um Nordwest. Sonst allgemein schwachwindig.